Hey Leute, schau mal, wer da ist. Guck mal. Chris Delort. Was ist ihn hier? Nee, das ist, ja, das ist, wenn ich mal hier Radio mache. Manchmal mache ich so für mich so ein Roleplay, so alleine. Dann, aber ist nicht total geil, wenn der so durchschwimmt einfach? Radio Flamingo heißt mein Sender. Ah ja. Okay. Weißt du? Ich habe einen total politisch inkorrekten Witz, den ich jetzt nicht machen kann. Schade. Aber wir piepen, weißt du, du bewegst die Lippen und ich piep das die ganze Zeit raus. Also ich denke, du bist der krasseste Motherfucker. Nee, das hier machst du nicht und dann erzähle ich das jetzt. Hey, Chris Harms ist wieder im Auto, ja. Und ich sag einfach herzlichen Glückwunsch. Ja, Bruder. Bruder! Danke. Warte, ich rote Ampel, komm her. Ja. Warum hast du das jetzt gemacht? Vielleicht das nicht so unangenehm ist. Der Typ hier ist jetzt beim ESC. Seit unserem letzten Treffen war es ja noch nicht ganz klar. Da war ja der Vorentscheid. Nee. Und da haben wir alles Mögliche getan, damit das klappt. Wir haben zum Beispiel Insekten gegessen. Wir sind, haben Hausfriedensbruch begangen. Mhm. Wir haben ja alles getan, um aufzufallen, letzten Endes. Für euch. Du hast letztes Mal auch gesagt, du bist sehr dumm. Nein, so, du seist sehr dumm. Ja, das stimmt. Weißt du, wofür ESC steht? Europäischer Sportclub oder so. Genau. Ja. Da machen wir jetzt mit. Genau. Ja? In der Disziplin Gruppenturnen mit Instrumenten. Ja, das ist doch Hammer. Nee, aber herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, viele haben mitgefiebert. Du wahrscheinlich auch. Wie? Nee, ich. Nee, du warst das nicht. Nee. Ja, wie geht's denn? Wie ist es gelaufen? Erzähl mal, wie waren die Eindrücke? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil alles, was ich sehe von dir ist, dass du jetzt auf irgendwelchen roten Teppichen läufst, dass du nur im Fernsehen passierst. Und ich hab den König getroffen. Und du hast den Charles III. getroffen. Was für eine Ehre für ihn, ne? Ey, mich. Ey, ich hab echt, weil ich das Bild gesehen habe, ne? Das werde ich jetzt hier mal reinschneiden. Das war witzig. Da habe ich gedacht, du hast einen der Beatles getroffen. Ey, so sah das aus. Da. Ich muss rechts, ne? Ja. So sah das aus für mich. Ist er nicht? War der nicht? Der war bei den Beatles, ja, ne? Der war der fünfte und dann hat er sich überlegt, ich werde Prinz und jetzt ist er ja the artist formerly known as Prince. Kiss. Ja, wirklich. Aber ey, wie krass war das? Was hat es damit auf sich gehabt? Wie kam das? Also warum hast du den König Charles getroffen? Ja, der hat halt mir irgendwann geschrieben morgens bei Insta, der hat mich getaggt, nein. Die britische Botschaft hat in Hamburg, also der hat ja seinen ersten deutschen Staatsbesuch als König gemacht, er und Camilla. Mhm. Und dann hat die britische Botschaft hier in Hamburg halt für ihn so eine Gala, so einen Empfang, heißt das, glaube ich, vorbereitet, südlich der Elbe, in so einem Schuppen 52. Ah, okay. Ja. Und da stehen dann so 1000, so heißt es, also wirklich 1000 oder 1500 so High Society-Leute und so geladene Gäste, ich weiß gar nicht, wer das alles war. Mhm. Und dann läuft er da so durch und gibt allen die Hände. Und dann gibt es halt viel Presse und bla bla bla. Und dann standen wir da und dann haben wir auch ein bisschen Musik gemacht. Hammer. Drei Songs gespielt. Ja, aber das ist ja cool, aber dass er auch wirklich dann euch noch die Hand gegeben hat, fand ich geil. Ja, ja, ja. Also wusstest du das im Vorfeld? Ja, klar, ey. Das ist so, also sowas ist so krass. Jetzt haben wir uns von der eigentlichen Frage, wie die Eindrücke waren, wegbewegt. Ich beantworte das kurz. Ja. Krass. Okay. So, danke. Jetzt kommen wir wieder zu der. Mhm. Hier lernt ihr was, Leute. Kopfsteinpflaster shaken, siehst du? Also man muss sich das tatsächlich so vorstellen. Es hieß so, okay, Camilla und Charles kommen, die kommen dann in die Halle um, ich weiß nicht, 15.50 Uhr kommen die an. Und dann gab es so ein DIN A4-Blatt, was ich bei den Securities gesehen habe, wo das eine Ende der Halle angezeichnet war und das andere. Und da gab es eine schwarze Linie. Diese schwarze Linie war Camilla und Charles, wie sie sich bewegt haben. Dann teilte sich die schwarze Linie auf in eine blaue und rote Linie, die dann so durch den Raum führte, mhm, mit verschiedenen Stationen. Das heißt, da haben sich Charles und Camilla getrennt, sind verschieden lang gegangen. Alter. Es gab verschiedene Shake-Hands-Stationen, dann führten die wieder zusammen an der Bühne, dann waren sie auf der Bühne. Das heißt, okay, jeder Weg, jeder Zentimeter. Mehr Planung geht nicht. Genau, ja, war eingeplant, auch mit Uhrzeiten, wann sie wo sind. Checkpoints, wie in so einem Computerspiel. Weil natürlich die Seku überall vorher nochmal mit Bomben, Spürhunden und also wirklich jeden Zentimeter abgesucht hat. Und dann war der letzte Punkt, waren wir dann 16.03 bis 16.05 Uhr auf der Liste. Geil. Und dann wurde für uns eine Linie mit Kreide aufgemalt auf der Erde, wo wir stehen, mit Xen, wo wir stehen. Ah, und okay, wo noch die Delegationsabgeordneten des ESC, also vom NDR, die Leute, mit denen wir dahin reisen, wo die auch stehen. Und wo die Entourage, die wir noch mit hatten, auch steht. Das heißt, es war alles exakt und dann wurde ihm immer vorher gesagt, wer ist. Also okay, es war nicht so von wegen zufällig mal dem König die Hand gegeben, sondern wir hatten unsere Linie, wo wir stehen, wo wir auch 15 Minuten vorher schon sein mussten, um zu warten. Dann kamen da auch nochmal die Bombenspürhunde und
Okay. 30 Securities und deutsche Polizei, die da alle standen und die ganze Zeit guckten. Also das ist ein Level an Security, das kenne ich sonst nur, wenn ich joggen gehe. Selbstverständlich. Ich mein, das war crazy. Nee, es ist ja auch ein sehr besonderer Mensch, muss man mal sagen. Also, du hast einen König, du hast literally einem König die Hand gegeben. Genau, also ist jetzt ganz egal, wie man jetzt Royals generell das auf der Welt, egal, wie man das jetzt findet oder was weiß ich, aber es ist halt einer der berühmtesten Menschen, ja, der Welt. Also man, einen ähnlichen Aufriss würde man halt für Michael Jackson sonst machen. Absolut. Also als ich das Bild gesehen habe, habe ich auch, ich weiß auch nicht warum, weil ich mache mir aus dieser Familie eigentlich auch nicht so viel. Ich auch nicht, ich fand das immer sehr spannend und ich muss auch sagen, ich gucke auch voll gerne The Crown, weil ja, ich die Historie extrem interessant finde. Aber ich bin jetzt niemand, der auch damals bei Lady Diana nicht, da war ich halt Kind, so, da habe ich auch nicht gesagt so, yeah, wow, sondern aber es war natürlich immer irgendwie interessant, weil es war so eine, es ist ja so eine komische, und das meine ich völlig wertungsfrei, so eine komische Parallelwelt. Ja, komplett. Also die halt komplett völlig, völlig off ist zu allem, was wir hier kennen. Mhm. Und das ist ja per se schon mal interessant. Das Absolut. Ist ja wie so ein, als hätte man ein Fernglas auf einem anderen Planeten. Ja, also so empfinde ich das tatsächlich, die Welt. Kann ich nachvollziehen, ja. So, das ist ähnlich wie wenn man, also wenn man jetzt mit diesen ganz großen Rockstars spricht, wie mit Iron Maiden zum Beispiel, wenn diese erzählen, wie so deren Privatleben läuft, dann denkst du auch schon so, wow. Also das sind halt auch teilweise so Menschen, die haben halt seit 40 Jahren keinen Supermarkt mehr von drinnen gesehen. Also die, jetzt nicht per se Iron Maiden, aber ich meine so Menschen auf diesem Level. Ja, ja, klar. Das logisch. Heißt, du hast ja eine ganz andere. Das ist interessant. Wie leben die eigentlich? Ja, und König Charles wahrscheinlich eh noch nie. Ja, ey, das, genau, da muss ich echt mal fragen. Ich habe noch nie im Supermarkt gesehen, das ist mal ganz ehrlich. Ja, oder ist der, keine Ahnung, vielleicht auch mal so wie in Game of Thrones oder so, dann weißt du, mit so Kapuze und so, ist dann mal so unter das Volk gegangen und hat dann mal, keine Ahnung, Bier gezischt. Bisschen rumgevögelt. Oder so was, hinter der Bar. Oh, da gibt es ja ganz andere, also ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, aber wenn man jetzt The Crown sich zum Beispiel anschaut, dann wird ja auf das Thema durchaus eingegangen. Ja, ja, klar, das war jetzt auch gar nicht so. Genau. Aber ja. Nicht, dass er mich, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage und er mich dann von seiner Krönung auslädt, weil heute Morgen hat er geschrieben, so Chris, Bro. Am 6. Mai, du bist doch sowieso in UK, komm doch mal over und so. Komm mal over hier. Auf jeden Fall fand ich das sehr beeindruckend und hat mich sehr für euch gefreut, muss ich dir ehrlich sagen. Und das war wahrscheinlich auch ein Erlebnis, ist ja auch klar. Und diese Fotos sind einfach Hammer, deswegen, ey, ich zeig's dir. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich meine The Crown DVDs mitnehme zum Unterschreiben. Das finde ich richtig witzig, Alter. Wie der da wohl zu steht? Ob der sowas so richtig kacke findet oder ob der denkt, naja. Es ist ja nicht die erste Verfilmung, ne? Nee, genau. Ich glaube, puh, also ich glaube, bis zum gewissen Teil ist es wahrscheinlich interessant, aber wenn dann wirklich auch auf diese sehr, sagen wir mal, sehr umstrittenen Lebensabschnitte eingegangen wird, da hast du doch keinen Bock, wenn darauf immer eingegangen wird. Ich habe jetzt gerade die Doku gesehen von Pamela Anderson, die auf Netflix gerade ist, die ist sehr interessant und da geht es ja auch darauf ein, auf diese ganze Sextape-Geschichte und das wurde dann irgendwann verfilmt, da gab es dann irgendeine Serie, so Pam und Tommy oder so und das war für sie ultra, ja, ultra verletzend so. Und sowas dann wieder zu durchleben. Ja. Also ich merke es ja im ganz Kleinen jetzt, dass teilweise Sätze, die ich sage in Interviews, aus dem Kontext gerissen werden. Hast du das auch, ja? Ja, ja, aber auf einem ganz anderen Level, ja? Und, ja, dann bei, keine Ahnung, promiflash.de reingestellt werden. Und dann wird daraus, Chris hat Angst vor einer schlechten Platzierung. Da habe ich nie gesagt, ich habe nur gesagt so, natürlich wäre es scheiße, wenn man Letzter wird, aber. Ja, und dann erzähle ich über Motivation und das gute Gesamtgefühl. Aber ich habe ja ganz kurz gesagt, natürlich wäre es scheiße, wenn. Daraus wird dann, er hat Angst vor einer schlechten Platzierung und so weiter. Das heißt, ich merke ja schon im ganz kleinen Level, wie das ist, wenn quasi man so ein Spielball von der Pressegeilheit wird. Ja, klar. Und dann stell dir das vor auf so einem Level und dein Leben wird zerpflückt. Charles hat doch ganz, sorry, wenn ich dich unterbreche, Charles hat doch ganz leise gesprochen, weil der ist ein, war ganz vorsichtig, weil wenn du ein Leben gewohnt bist, wo Richtrohrmikrofone von überall auf dich sind. Ah, klar. Dann also ich denke, dass es daherkommt, dass man irgendwann sehr bedächtig wird. Glaube ich. Sehr vorsichtig. Naja, klar. Ich meine, die Augen sind immer auf die Person gerichtet. Mhm. Alle hören zu, logisch, kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn du das schon merkst, die werden Sätze rausgerissen, umgedreht, das wird bei so einem hohen Rang anders, ja, ja, anders laufen. Aber ey, lass uns mal gerne zurückkommen zu dieser ganzen ESC-Nummer, weil das ist ja... Wenn du willst. Ey, ich werde zumindest auch als hier Clickbait-Titel sagen, Chris Harms hat Angst vor schlechten, vor schlechten Platz. Wie sollen die Klicks sonst kommen, Chris? Das ist ja die Mediengeilheit. Weißt du? Krugmann hat gesagt, der König hat rumgevögelt. Ja.
Und dann weiß man nicht, welcher Krogmann war es. Ja, genau. Wir sind Brüder, Leute. Hier habt ihr es offiziell nochmal. Hier ist es ja klar. Ist doch ganz logisch. Nee, aber nach diesem Sieg beim Vorentscheid, da ist viel passiert, oder nicht? Also danach ging wahrscheinlich, dein Handy stand wahrscheinlich nicht mehr still, oder? Also es fühlt sich jetzt tatsächlich an, als wären jetzt, weiß nicht, ein halbes Jahr vergangen. Aber es sind ja wirklich erst 5 Wochen, glaube ich. Ganz krass. Und das ist total verrückt. Also wir haben in diesen 5 Wochen, wenn man das zusammenzählt, wir teilen das ja auf als Band, aber haben wir, ich glaube, inzwischen Stand heute, wenn ich das gestern mit einrechne, 485 Interviews und Pressetermine gehabt. Und das ist natürlich eine Menge. Und auch mein privates Handy ist wirklich so in der Nacht. Ich hatte hunderte Nachrichten und ich musste wirklich so asozial sein. Ich glaube, du hast auch eine von denen bekommen. Ich habe eine bekommen. Durch so eine Copy-Paste-Nachricht. So, liebe Freunde, vielen, vielen Dank, aber ich werde der Masse an Glückwünschen nicht her. Die war aber nicht asozial, lass mich das sagen. Das war überhaupt keine asoziale Nachricht. Das möchte ich einmal kurz sagen, das war eine ganz, ganz liebevolle und auch lange Nachricht. Zwar Copy-Paste, ja, das magst du nicht, aber es war ganz liebevoll geschrieben und komplett nachvollziehbar. Und ich glaube, alle Leute, die wirklich von Herzen dir und euch das gönnen, haben sich sehr darüber gefreut. Also okay, ich habe mich sehr darüber gefreut. Was war nicht anders machbar, weil ich habe tatsächlich eine Bahnfahrt von 2,5 Stunden damit verbracht, nur die Paste. Also hätte ich jetzt noch schreiben müssen, die Nachricht, das wäre gar nicht gegangen. Hunderte Nachrichten, ey. So, und das war schon verrückt. Kannst du, ich meine, wie ist, fühlt man sich danach? Konntest du überhaupt pennen? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Nee, echt nicht. Also ich glaube, also der normale Mensch, der wird ja dann einfach ein paar Bier trinken und dann wirst du halt irgendwann müde vom Bier. Aber ich trinke ja nicht und ich bin dann ins Bett und ich war auch der erste im Hotel, weil ich nicht so auf After-Show-Partys stehe. Ja, vor allem danach, du bist ja völlig gehypt, oder? Genau, und ich lag dann im Bett um 2 oder so und dachte, okay, ich gucke mir jetzt irgendwas noch an. So, ich hatte im Einzelzimmer Laptop aufgemacht und dann eine Pornos. Wie heißt das? Nee, nicht The Crown, ich habe dann... hier. Hentai, meinst du? Ja, genau. Nee, Bohemian Rhapsody. Ach, geil, ja. Ich habe Netflix aufgemacht und ich dachte so, war auf einmal Bohemian Rhapsody. Ich so, okay, den gucke ich nochmal. Geil. Mhm. Queen Story. Und ich war dann irgendwann ultra müde, als der Film vorbei war. Dann war es 4 und ich wusste, ich kann jetzt noch 2 Stunden schlafen bis 6. Scheiße. Und dann lag ich im Bett, Licht ausgemacht und ich hatte gar kein schnelles Herzklopfen, aber der Körper hat so vibriert. Mhm. Nicht gezittert, sondern richtig so überall. Da war wie elektrifiziert, weil das Endorphin und Adrenalin-Level. Also erst das Adrenalin, dann kommt das Endorphin dazu. Das war so eine saure Mischung. Der hat wirklich, also war total krass. Der hat wirklich vibriert. So, ja, es war ganz, ganz merkwürdig. Und da habe ich dann da so 2 Stunden gelegen bis 6 und hat der Wecker geklingelt. Dann bin ich ab in die Bahn nach Hamburg, weil das Erste, was ich wollte schnell wieder zu meinem Sohn. Ja, klar, logisch. Ja, weil ich dachte, ich bin vormittags noch da. Geschafft? Ja. Ja, klar. Geil. Ey, ich glaube auch, dass das dass man völlig überwältigt ist. Ich meine, man darf nicht vergessen, du bist ja keine, oder ihr, wie soll ich sagen, es gibt sicherlich Künstler in Deutschland, Künstlerinnen, das ist so ein bisschen gecastet, vielleicht alles von einer Plattenfirma auf einen Punkt hingearbeitet. Bei dir, das habe ich letztes Mal schon gesagt, weiß ich zumindest auch aus der Erfahrung, du hast dein Leben lang vielleicht auf dieses Ziel gearbeitet, aber mit der Musik Erfolg zu haben. Ja, doch auch. Also ich träum schon vom ESC, seit ich Kind bin. Gar nicht musikalisch, weil in den 80ern, 90ern waren die Genres ja nun mal, es war sehr schlageresk. Ne? Mhm. Aber die Shows fand ich halt geil. Und dass ich jetzt nur auf Show stehe, das ist ja nun jetzt offensichtlich. Ja, ja, klar. Deshalb ist das schon ein Kindheitstraum. Und ja, ich glaube, es fühlt sich dann nochmal anders an, wenn man sein Leben lang für sowas unter anderem gearbeitet hat, als wenn man ein gebauter Act ist. Nichts gegen gebaute Acts. Ich finde das völlig okay, wenn du als Plattenfirma ein gutes Konzept hast und sagst, ich mache jetzt Künstler XY mit dem Konzept. Super. Und das siehst du auch beim ESC jetzt. Du gehst auf Künstler und checkst deren Spotify. Es gibt welche, die haben nur einen Song. Das heißt, du siehst, das ist ein neuer Act dafür. Alles legitim. Sowas mache ich auch als Musikproduzent. Ich habe auch schon Acts gebaut. Oder mitgebaut im Team. Aber wenn du so eine gewachsene Band hinschickst, das ist nochmal eine andere Freude, weil du weißt, du hast das dir ganz alleine verdient. Ja, deine, absolut. Und wie gesagt, du machst das ja einfach schon sehr, sehr lange. Sehr, das ist ja das Gleiche wie... Willst du gerade auch mal sagen, wie alt ich bin? Ich will damit sagen, was du für ein alter Sack bist und wie schön das, wie peinlich wie das ist. Ich bin. Wie peinlich das ist, dass du jetzt erst diesen Erfolg hast, Chris. Was hast du die ganzen Jahre falsch gemacht? Du, manchmal frage ich mich das wirklich, wenn ich so diese Mitte 20-Jährigen oder auch noch jünger sehe, wie die mit ihren Sachen durch die Decke gehen und ich manchmal denke so, wow,
Ja gut, aber das gab's auch immer. Ja, natürlich gab's das immer, aber ja. Trotzdem denke ich so, wow, habe ich eigentlich irgendwas falsch gemacht? So, ich bin ja jetzt schon 43. Aber ich glaube tatsächlich, es ist ja nicht so, dass wir vorher unerfolgreich waren, jetzt kommt auf einmal irgendwie so ein Erfolg, sondern das ist ja so organisch gewachsen. Und ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wenn du dir diesen Weg so hart erkämpft hast, ist die Chance, dass du irgendwie ein Problem hast, dann somit so abheben und so völlig den Bezug verlieren. Ja, das hast du eigentlich nicht, weil du ja genau weißt, wie viel harte Arbeit das ist und auch immer noch ist. Ist ja jetzt nicht so, als ob ich jetzt sage, so Freunde, guck mal, ich mache jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt mit dir hier diesen Scheiß machen. Ich weiß, das ist wirklich peinlich, aber ich habe halt geduscht. Chris, danke. Habe ich gar nicht gemerkt. Nee, aber klar, du hast das Step by Step aufgebaut, das erdet dich natürlich. Ich meine, anders wäre es gewesen, stell dir vor, du wärst mit 15, 16 jetzt da schon gewesen, wo du jetzt stehst. Ach, diese Tokio-Hotel-Geschichte, das hätte mich völlig zerrissen, wäre mir das passiert. Glaube ich, mich ebenso. Ich habe kaputt gemacht. Hundertprozentig. Deswegen ist es ja auch, also ich glaube, denen geht es ganz gut mittlerweile. Ja, aber also wenn man sich mal die Biografie, ich habe mir die durchgelesen von Bill Kaulitz, also das hat den wirklich, das hat die völlig zerstört, psychisch. Also wenn du ein Teenager bist und du kannst gar nicht mehr auf die Straße gehen und da, wo du wohnst, die sind dann ja wirklich aus Deutschland abgehauen, weil ist die so, das war so krass. Ja, kann ich mir vorstellen. Und da rutschen natürlich auch ganz, ganz schnell ab. Also natürlich wünscht man sich so einen großen Erfolg. Und ich habe mich auch damals für die gefreut. Ich gehörte nicht zu den Leuten, die gesagt haben, Tokyo Hotel ist uncool. Ich fand das immer schon ziemlich cool. Cool, ja. Hammer. Aber dann zu sehen, also wie es denen dann so ging und dass du dann auch in so ein Loch fällst und jahrelang erstmal gar nichts machen kannst. Nee, klar. Nee, also das im Nachhinein. Aber die haben sich, glaube ich, gut gefangen. Kann man schon so sagen. Also total. Das ist jetzt eine super, eine absolut veritable Band, die auf einem Level mit Leuten zusammenarbeitet. Ich meine, Jonathan Davis von Korn hat mit den Songs geschrieben für deren, weiß nicht, vorletztes Album. Ah, okay, krass. So völlig geil. Das wusste ich nicht. Also ich will das auch. Ja, mach doch. Ja. Du bist auf einem guten Weg. Ja. Du bist doch die ganze Zeit. Jonathan guckt doch sicher zu, oder? Also zumindest können wir Shoutout an Gustav. Ne, den Drummer. Okay, von Gustav. Ja, das soll das regeln. Mach du Shoutout an Jonathan. So. Dann das schneiden wir raus, Social Media, das wird klappen. Eine Hand wäscht die andere. Ist doch so im Business, oder nicht? Krass, oder? Ich wasche meine Hände in Unzucht. Fahren wir eigentlich, sehr gut, fahren wir eigentlich hier zum Wandsbecker Markt, Chris, sag mal? Jein, also wenn du hier, dann und dann hinten wieder rechts, Alfa Straßburger, ja. Ja. Wo ist denn dein... Naja, Wandsbecker Markt weiß ich Bescheid, So sag ich mal. Wir müssen zu Nestle. Weißt du, was das ist? Ja, ich hab bei... Pass mal auf, ich mach mein Navi einfach an und du gibst hier mal kurz die Straße ein. Gib mal einfach Eid an. Gib mal, warte, ich weiß die Straße, Entschuldigung. Gib mal A-I-G-H... A-I... A-I-G-H-T. Eid. A-I-G-H-T. Eid. Ja. Gibt's nicht. Doch. Und dann Leerzeichen, dann gib mal Evo, E-V-O an. E-V-O. Muss da suchen mal, das muss geben. Evo hat er nicht gefunden. Ich mache dieses Google Maps nicht, ich mache hier Apple Karten. Ja, dann hast du irgendeine Straßennummer, kannst du ausschalten. Man muss auch rechts, wenn man es weg macht. Ja, ich fahre mal rechts. Aber bei Nestle... Ja, gib mir einfach Nestle ein. Ja. Bei Nestle habe ich in der 10. oder 11. Klasse ein Praktikum gemacht. Du musst ein Betriebspraktikum machen. Warst du so ein Süßer früher? Hast du Bock auf Schokolade? Chris? Du bist jetzt Thomas Gottschalk. Und ja, dann müsstest du dich aber noch auf Oberschenkel fassen jetzt. Du musst doch noch geradeaus. Ah ja, okay. Ja. Genau, noch ein bisschen antatschen. Genau, Betriebspraktikum. Und das habe ich bei Nestle gemacht, in der Schokoladenfabrik. Das war ganz interessant. Glaube ich. Keine Frage. Eine der witzigsten Sachen, die ich gelernt habe, ich frag dich das jetzt mal, kennst du auch After Eight? Ja. So, dann hast du diese Schokolade, beißt du so rein, hast du drin diesen komischen Schleim. Minzglibber, ja, genau. Minzglibber. So, wie wird das hergestellt? Das sind ja ganz dünne Schokoplättchen, das ist ganz dünn umzogen. Hast du ganz dünnes Schoko und dann pumpst du da den Scheiß rein, oder? Ach so, verstehe. Ah, okay. Du meinst, ob man A, entweder schon mal eine Schokoplatte hätte und darauf kommt Glibber und dann nochmal Schoko, oder ob du schon so ein Kissen hast und da das reinstopfst, oder was? Ja, aber drin ist ja keine Platte, drin ist ja Glibber. Wie willst du denn um Glibber Schoko rumgießen? Oder keine Ahnung, wie macht man das? Aber kann es nicht sein, dass du eine Bodenplatte hast, wie so eine Fliese, so eine Schokofliese, so eine ganz kleine, und da legst du eine Schicht Minze drüber und dann wiederum... Es ist ja unten auch Schokolade. Ja, das ist die Platte. Das ist die Schokobodenplatte. Ah, okay.
Verstehst du, was ich meine? Aber wie machst du, dass der Glibber nicht wegfließt am Rand? Weil er dann doch... Okay, ich verrate es dir. Okay. Diese Plättchen, diese Minzplättchen sind erstmal hart. Ach. So, und die aber nicht gefroren oder so, dann hättest du ja verdunstendes Wasser und so. Wenn's. Also hast die sind hart und die kann man auch so essen, das war ganz geil. Ja. Und dann werden die einfach in die Schokolade so getaucht und dann so abgehängt und dann hast du diese Plättchen. Und dann müssen die Dinger ein paar Wochen stehen, weil in diesen Minzdingern ist ein Enzym, was sich selbst verdaut. Ach. Ja, dieses Enzym, was erst die Minzplättchen verdaut und dann sich selbst. Okay. Und dann stirbt und es zum Schleim macht. Das ist ja ekelhaft. Mhm. Das heißt, diese Enzyme, also wenn etwas verdaut wird, heißt das ja, es wird quasi als Nahrung aufgenommen. Ja. Ja, und verdaut. Das kennen wir alle von Last of Us, von der Serie, weißt genau. du? Genau. Ja, diese Pilze. Genau. Ja. Und dann sterben die da drin. Mhm. Aber es ist ekelhaft irgendwie. Ja, aber so wird After Eat gemacht. Also wirklich After. Ist ja, genau. Ist okay. Also es ist wirklich kein Witz, weil das, ich habe das auch gefragt. Ich so, aber hä? Das sind doch jetzt Plättchen. Ich kenne die mit so einem Glibberschleim. So, ja, das ist so ein Enzym und es verdaut das alles und dann sich selbst. Ist das, wow. Ist das ein Betriebsgeheimnis aber? Ja, ne? Schon. Aber es ist zu lange her, oder? Es ist verjährt. Ich habe das Praktikum mit 16 ich glaube, du kannst es erzählen. Gemacht, das, ist so. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, ich habe damals irgendwas unterschrieben. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ach, warst du auch bei Coca-Cola zufällig? Kannst du da auch was erzählen? Ja, genau. Die geheimen Zutaten. Genau, oder hier Hessburger-Soße, das würde mich interessieren. Was ist in der Hessburger-Soße? Ja, das wird alles mit Adrenochrom gemacht. Das ist doch diese ganzen, wo die so Babys im Keller haben. So. Die haben alle recht. Fahren wir wirklich zum Wandsbecker Markt, sag mal? Nee, jetzt rechts. Jetzt rechts. Okay. Ich glaube auch schon vor Kilometer aber rechts. Aber wir unterhalten uns ja gut. Entschuldigung. Lass mal machen. Ja. Wir fahren übrigens gerade, falls ihr euch fragt, warum wir wieder Auto fahren, wir gehen Enten füttern. Ach echt? Ja, aber ohne Brot. Also es ist so eine... talentfreie Taxi. Wir füttern die einfach nur mit Entertainment, die Enten. Entern füttern ohne Brot ist so wie... Prostituierte prellen, kennst du das? Ja, hast du mir letztes Mal schon erzählt? Hast du keine neuen Gags, Chris? Habe ich schon erzählt. Ja, hast du schon erzählt. Erst bezahlen, dann am Bauen. Ja, bezahlen und nicht ficken. Ja, genau. Ach, scheiße. Hol mal einen neuen raus jetzt. Nee, ich bin 43, ich mach mal die gleichen Witze. Hol mal einen neuen. Aber wie machst du das mit 43, dass du so fashionmäßig so gut aufgeklärt bist? Weil du bei den ganzen Auftritten im Fernsehen... Ich hab doch gesagt, ich habe die Bill Kaulitz-Biografie gelesen. Ja, das ist gar nicht schlecht. Das ist also ein bisschen parallel. Und Schlagfertigkeit mache ich mit YouTube-Videos. Hast du einen Channel, den du empfiehlst? Nee. Ich gucke immer nur Fail. Ich gucke immer nur Fail-Correlations, versuche es anders zu machen. Oder Slow-Mo-Videos von Fröschen, wenn die springen. Fashion, keine Ahnung. Ganz ehrlich, mein Hang zu der, ja, also bei Fashion weirde Sachen miteinander oder mit normalen Sachen zu verknüpfen, ist ein bisschen wie Songwriting. Klingt jetzt blöd, aber... Ich habe dann einfach ein Bild im Kopf von mir und dann suche ich, ob ich solche Klamotten finde. Also ich gehe nicht durch Kataloge und denke, das gefällt mir. Also das auch manchmal, aber meistens ist es so, ich habe ein komisches Bild im Kopf. Denke so, das muss es doch geben und dann gehe ich auf die Suche. Und das ist ja heutzutage so einfach, dass man dann die Sachen auch findet. Chris, was sagt er? Rechts, links, ne? Achso, rechts. Ja, weil tatsächlich ist mir das sehr aufgefallen, ich glaube vielen anderen auch, dass du ein... Unangenehm aufgefallen. Das würde ich nicht sagen. Also, nee, ja, natürlich. Aber das passt ja schon irgendwie alles zusammen, was du da trägst. Also, wenn du sagst nicht, dann stimmt es ja nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Genau, aber das, was du da machst, ist. Also, ich habe keine Ahnung von Fashion, deswegen fällt es mir schwer, darüber zu reden. Ich habe auch keine Ahnung von Fashion. Ja, das ist vielleicht das Gute daran, ja. Dass du das dann einfach machst. Und mir sind auch Trends egal, zum Glück. Aber mir ist das aufgefallen, dass du da auf jeden Fall Wert drauf legst und das finde ich auf jeden Fall spannend. Du wirkst auf jeden Fall schon wie eine Person, die dahin gehört, wenn du verstehst, was ich meine. In das Rampenlicht. Ja? Chris, jetzt machst du mit der Info, was du damit machen Geil. Willst. Ist mir egal. Bin ich jetzt für dich, bin ich jetzt Teil der deutschen High Society geworden? Du bist für mich, ja, aber der Guten. Also nicht, ich sehe dich jetzt noch nicht bei Manta Manta 2. Teil. Das sehe ich dich. Aber da freue ich mich schon drauf auf den Film. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Shoutout an Til Schweiger an dieser Stelle. Ich will den unbedingt sehen. Ich kann mich an den ersten. Hier in der Kirche haben wir ein Musikvideo gedreht mal. Wirklich? Ja. In der Kirche haben meine Großeltern geheiratet. Ach. Und wurde mein Opa getauft. Ja? Ja. Das ist also einen guten Draht zur Kirche da, musst du sagen. Ja. Zu der Kirche, ja. Ja. Und ich habe mich mit dem Pastor dieser Kirche tatsächlich auch angefreundet. Der hat uns geholfen bei den Recherchen zu unserem Album Judas. Ach, okay. Ja. Wie, echt? Ja, echt. Okay, das ist eine schöne Story. Und hinter dieser Kirche ist das Altenheim, wo ich Zivi gemacht habe und wo meine Oma gestorben ist. Und dieser Pastor hat meine Oma auch noch beerdigt. Hast du also Wandsbecker Wurzeln, kann man sagen?
ein bisschen. Ja, ich bin, als wir nach Hamburg zurückgezogen sind, als ich 12 war, sind wir nach Wandsbek gezogen. Dann kennst du hier die Hut. Also eigentlich eher Tondorf. Also wer das Tondorfer Freibad kennt, ja, ziemlich direkt da. Ja, geil. Okay. Mhm. Super. Ich mag es hier ehrlich gesagt schon. Ich meine, du bist jetzt ja eigentlich in einem wilderen Gegenden unterwegs, aber ich mag es. Ich mache ja nichts Wildes in St. Pauli. Ich bleib ja nur drinnen. Ja gut, aber ja, manchmal nicht. Heute hast du doch ein Fantreffen, oder? Was steht heute an? Wir machen heute eine Party mit 80 geladenen Fans. Wer zuerst kam, Malte zuerst und zusammen mit Olivia Jones in der Porno-Karaoke-Bar. Quasi das letzte Bier vor Liverpool, weil wir fliegen ja, keine Ahnung, übernächste Woche nach Südamerika und Mexiko und dann schon nach Liverpool. Das heißt, wir haben gar keine Zeit mehr, hier mal mit unseren Fans anzustoßen. Das machen wir heute. Hammer. Ja, die werden auf jeden Fall sich sehr freuen, die Leute in diesem exklusiven Kreis da zu sein. Hoffentlich. Ja, vor allem Porno-Karaoke. Ich freue mich da richtig drauf. Ich weiß, wo wir sind übrigens. Ja, richtig geil. Müssen alle ran? Müssen alle mal performen? Du auf jeden Fall, oder? Ist klar. Ja, ich habe richtig Bock. Aber ich performe nur Frauen. Ja, natürlich. Aber mit tiefer Stimme. Ja. Das ist klar. Ja. Ja. Ja, leck mir den Biber. Ja. Es ist genauso, wie sich's anhört, Leute. Das ist mein Porno-Karaoke übrigens. Ich will auch nur Vintage-Pornos. Also ja, nur 70er, 80er. Okay. Also sag mal, wird das hier ein Video mit der Mucke, die wir machen, oder zwei? Nee, jetzt lohnt sich eins schon zwei. Ne? Es lohnt sich zwei. Ja, das hier ist die Fahrt zu meinem kleinen Studio, Chris. Mhm. Und die Leute wissen eigentlich noch nicht genau, dass wir jetzt einen Song aufnehmen. Ach so, sorry. Nee, ist egal, haben wir jetzt auch noch nicht verraten. Nee, vielleicht machen wir es dann einfach auch nicht. lass einfach zurückfahren. Aber ist doch okay. Und ich fand es aber nur ganz schön, die Zeit zu nutzen, weil es natürlich super spannend ist, was bei euch abgeht und was bei dir abgeht. Es ist einfach super interessant. Und es ist auch total unangenehm, so lange mit dem Auto zu fahren und wir schweigen uns die ganze Zeit an. Ganz ehrlich, ja, was ihr nicht wisst über den Krogmann, wenn keine Kamera läuft, dann sagt er nichts. Einfach den Mund. Und dann lächelt er auch nicht. Der hat auch keinen Bock, der ist auch überhaupt kein freundlicher Typ. Der ist so ein richtiger Wichser. Ja, eben auch als du reinkommst, überhaupt nichts gesagt, aber nicht begrüßt. Deshalb musstest du mich dann umarmen, als die Kamera auf einmal an war. Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Ja. Finde ich gut. Das ist Wandsbek, hier fahren wir rein. Ach cool, hier in der Josefstraße, ja? Ja, genau. Darf man das sagen? Ja, hier darfst du alles sagen. Wissen, glaube ich, auch alle, wo mein Studio ist, weil ich mache ja auch mal ein bisschen Werbung für Christoph, der hier den Klamotten-Shop hat von Eid, weißt du? Ja, hier in der Josefstraße hatte meine Schwester mal eine Wohnung, witzig. Ah, okay. Ja, genau, jetzt bin ich auf dem Firmengelände. Also deine Schwester auch? Meine Schwester auch, ja genau. Wie ist denn das hier mit diesem Studio, da ist doch irgendwas explodiert? Genau, das war an der Hamburger Straße. Ach, das ist auch weg alles? Das ist weg, genau. Und da haben wir beide gesagt, wir machen aber gemeinsam weiter, weil wir uns irgendwie gut verstehen. Aber ist da alles kaputt gegangen auch bei dir? Ja, quasi schon. Irgendeine Versicherung aber gehabt oder so? Nee, aber die Community war gut. Also alles cool. Leute, trauriges Ende, ja. Chris. Nee, ich denke, Kameraeinstellung ist doof. Ja. Ja. Warte. Ja. So, jetzt ganz. Leute. Ich finde das aber schön, dass wir es farblich nicht abgesprochen haben. Aber es beißt sich. Obwohl, es beißt sich eigentlich nicht. Es geht schon, oder? Also, ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Es ist dranbleiben. Genau, es gibt ein weiteres Video, natürlich, wo wir nochmal. Warte, lass uns nochmal, bevor wir jetzt. Hast du echt Radio laufen die ganze Zeit, während wir streamen, Alter? Ja. Also, oder aufnehmen? Ja, wahrscheinlich.